Ich bin der Zankl. Heute ist wieder Freitag, dementsprechend wieder Feierabendbier. Ich erkläre euch heute, was Schärfe genau ist, wo kommt es her, wer hat es erfunden, was mache ich damit und dann noch eine Skala, damit ihr da was damit anfangen könnt, was ist wie scharf kann ich denn eigentlich essen. Ja, viel Spaß beim Video. Was ist Schärfe? Schärfe entsteht durch das Capsaicin. Capsaicin ist ein Öl, das sich in der Plazenta von der Chili bildet. Das ist der untere Teil vom Strunk. Also wenn ihr die Chili aufschneidet, das Teil, wo die Kerne dranhängen, das ist die Plazenta. 1912 hat der Herr Wilbur L. Scoville, ich habe keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen war, der Herr hat zur Bestimmung von der Schärfe von Pfeffer und Paprika das Verfahren entwickelt, dass man scharfes Material mit Wasser verdünnt. So lange, bis es keine Schärfe mehr hat. Ich habe einen Tropfen scharfe Soße und wenn die Soße jetzt 2000 Scoville hat, nehme ich einen Tropfen Soße und brauche zum Neutralisieren 2000 Tropfen Wasser. Und dann schmecke ich nichts mehr. Die maximale Scoville-Zahl, die Capsaicin haben kann, sind 16 Millionen. Wenn ich 1 Milliliter neutralisieren will, brauche ich 16.000 Liter Wasser. Und das sind ungefähr 90 Badewannen voll. Dementsprechend scharf ist es natürlich auch. Problem an seiner Vorgehensweise ist, er hat halt verschiedenen Probanden dann immer diese Mixturen gegeben, also einmal komplett scharf, dann halt verdünnt, so lange bis sie halt nichts mehr geschmeckt haben, also an der Schärfe. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, es gibt Leute, die können ein bisschen schärfer essen, die vertragen es besser von Haus aus und es gibt einfach Leute, die sind da wesentlich empfindlicher. Und dazu kommt dann auch der Trainingseffekt, also Schärfe kann man trainieren, dass man es verträgt. Jetzt ist das Problem, wenn die Leute immer wieder dasselbe verdünnte Zeug kriegen, nur immer schwächer, dann ist man so im Training, dass es einfach irgendwann schon zu früh nicht mehr scharf ist. Dementsprechend ist die ganze Geschichte ein bisschen schwierig und schwimmig. Schwimmig. Gibt's das Wort? Schwammig. Wenn man es mit genug Probanden macht, funktioniert es irgendwann schon, aber relativ aufwendig. Wenn ihr mal googelt, wie scharf irgendwas ist, dann werdet ihr meistens eine Spannweite finden, wie scharf das ist. Das liegt daran, dass Chilis halt ein Naturprodukt sind und die hängt halt ab von Wetter, also Sonne, Nährstoffpflege, sage ich jetzt mal, und Verarbeitungszeit und Reife. Da kann es halt dann schon auch krass schwanken. Darum sind auf einer Scoville-Skala halt die meisten Sachen immer mit einer Range angegeben, also mit einem Abstand, zum Beispiel jetzt Tabasco mit 2500 Scoville bis 5000 Scoville. Ja, schwierig und schwammig. Die moderne Variante zur Scoville-Messung läuft ein bisschen anders. Da geht man von einer getrockneten Chili aus, malt die und haut die in einen Chromatographen, um genau zu sein, einen Hochleistungsflüssigkeitschromatographen. Der verdampft es und misst dann den Anteil der Capsaicide und bestimmt dadurch dann die Schärfe. Weil aber mit dem Wert keiner was anfangen kann, wird es dann wiederum auf die Scoville-Skala umgerechnet. Damit die Leute, weil es die halt schon so lange gibt, die Leute damit was anfangen können. Kommen wir mal zur Skala per se. Da gibt es auch verschiedene. Also zum Beispiel in Mexiko haben sie, die kennt auch jeder, wenn einer mal Chilis gekauft hat im Supermarkt, dann ist meistens in so einer Plastikschale noch so ein Zettel drin, wo dann draufsteht 1 bis 10. Das ist halt eine Skala, die auf Mexiko zurückläuft. Und weil es mittlerweile ein paar Chilis gibt, die diese Skala doch sprengen, haben sie dann 1 bis 10 und 10 plus, 10 plus plus und so weiter. Genauigkeit ist da jetzt auch nicht so, aber man kann es ungefähr einordnen. Wenn ich jetzt eine Chili kaufe mit 10 und 5 Plusen, weiß ich, ich sollte die langsam, vorsichtig und in geringen Maßen genießen, weil sonst ist, ja. So, zur klassischen Scoville-Skala. Die Skala fängt natürlich mit 0 an. Paprika hat 0 Scoville, deswegen steht er am Anfang der Skala. Paprika ist mit der Chili verwandt, dementsprechend haben sie ihn mit auf die Skala genommen. Es gibt auch scharfe Paprika, also ungarischer Paprika oder dann das Gewürzpaprika Edelsüß. Da sind wir so von 100 Scoville bis 500 Scoville ungefähr. Zwei Soßen, die man eigentlich auch kennt, ist Tabasco und Sriracha, also die mit dem grünen Deckel. Und da sind die Scoville-Werte liegen bei 2500 bis 5000. Eine der bekanntesten Chilisorten dürfte die Jalapeno sein. Da sind wir so von 2500 Scoville bis 8000. Es gibt ein paar schärfere
Züchtungen, das kann man mal nicht so ganz genau nehmen. Das nächste ist dann die Cayenne, was auch interessant ist. Die meisten Leute kennen Cayenne-Pfeffer irgendwie auch aus der Küche. 30.000 bis 50.000 Scoville. Eine auch recht interessante Sache ist, dass Pfefferspray auch mit Scoville gemessen wird. Also normales Pfefferspray gegen Menschen hat so 100.000 Scoville bis 200.000. Dann ist das nächste, was die meisten Leute wahrscheinlich kennen werden, sind Habaneros. Haben wir 100.000 bis 350.000 ungefähr. Da gibt es dann noch die Red Savina. Ist auch eine speziellere Zucht. Die hat angeblich laut den Messwerten 577.000 ungefähr. Bärenabwehrspray, also auch Pfefferspray, hat 100.000 Scoville bis 350.000 Scoville. Brauchen wir ganz dringend. Sollte jeder kaufen. Jetzt kommen wir dann in einen Bereich, wo es langsam echt schmerzhaft wird. Also die nächsten Sorten an Chilis kennt man hauptsächlich aus YouTube-Videos, wie sich Leute selber extreme Schmerzen zufügen mit irgendwelchen Challenges und Blödsinn. Das Ende der Nahrungskette fängt an mit der Ghost Pepper oder der richtige Name ist Batiodochia. Dazu noch kurz, das ist die schärfste ungezüchtete Chili der Welt. Also die wächst genauso, wie sie ist, wie man sie kaufen kann in Indien tatsächlich von der Natur aus. Da belaufen wir uns so auf 850.000 bis 1.000.000. Also wir haben die Million jetzt geknackt. Dann kommen wir zu Trinidad Moruga Scorpion. Die war bis 2013 Weltrekordhalter. Die hat 1,2 Millionen bis 2 Millionen Scoville. Ist demnach auch pur eher ungenießbar und ist dann abgelöst worden von der Carolina Reaper, der momentanen Weltrekordhalterin. Die hat 1,5 Millionen im gemittelten Wert und 2,2 Millionen Scoville hatte scheinbar die schärfste gemessene. Da kann man schon richtig viel Blödsinn mitmachen, wenn man die in die Hände kriegt. Da wird das Feld dann langsam sehr dünn. Da gibt es dann verschiedene Chili-Soßen, die mit Chili-Extrakten arbeiten. Die schärfste Soße momentan ist die Mad Dog 357 Nummer 9 Plutonium mit stolzen 9 Millionen Scoville. Und was dann danach noch kommt, ist tatsächlich reines Capsaicin. Also man kann auch reine Capsaicin-Kristalle erwerben, aber die sind sogar für die Großküche für 1000 Leute wahrscheinlich ungeeignet. Wie vorher schon gesagt, 1 Milliliter Capsaicin rein, 90 Badewannen neutralisieren. Also ja. Also ich esse am liebsten eigentlich oder am häufigsten eingelegte Jalapenos, die sind jetzt nicht so scharf, aber die meine liebsten. Kochen tue ich eigentlich mit allem, was mir unterkommt. Und das Schärfste war so ein Thai Curry, wo ich dann so ein paar Ghost Peppers reingeschnitzelt habe. Die schärfste Chili, die ich pur gegessen habe, war tatsächlich eine Carolina Reaper. Das ist dann schon eine Grenzerfahrung, kann man mal gemacht haben, muss man nicht unbedingt. Tut weh, man schwitzt recht viel. Der Kreislauf macht lustige Sachen, der läuft nicht mehr, der springt nur, da fängt es kriechen an. Natürlich wird sich über den Channel wahrscheinlich noch die eine oder andere Gelegenheit ergeben, dass man mir da wahrscheinlich sogar zuschauen kann, wenn ich mir scharfe Sachen in den Mund schiebe. Es wird auch wieder wehtun, weil ich mache es tatsächlich doch irgendwie ganz gern. Ja, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Hab mich sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich auch freuen, wenn ihr weiter zuschaut, mir auch ein Like da lasst oder sogar abonniert. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ciao!